Und jetzt kommt die Hymne des MSV als letzten kleinen Aufgalopp, bevor es dann reingeht in die Partie MSV Duisburg gegen den 1. FC Düren am 12. Spieltag der Regionalliga West. Anstoß, 1. FC Düren, die Kampagne Wiederaufstieg geht weiter für den MSV, Fehler verboten. Und damit euch viel Spaß bei dieser Übertragung aus der Schauinsland-Reisen-Arena am 12. Spieltag der Regionalliga West. Durchbruch auf der linken Seite. Das ging sehr schnell. Die Flanke kommt Richtung von Wegkamp. Zweiter Ball. Kommt der Abschluss. Der kommt. Und das war ein gefährlicher Abschluss von Leon Müller. Der soll direkt reingetreten werden mit Schnitt nach innen von Josh Kuhn. Zweite gefährliche Chance nach 7 Minuten. Christopher Fetz möchte, dass Ramay jetzt wieder zurückkommt, weil ansonsten natürlich Geimer dort vorne ganz allein auf weiter Flur ist im Pressing. Und so gibt es den Durchbruch für den MSV. Torwartfehler von Tyson. Riesmöglichkeit in der Mitte. Aber die wird weggeworfen. Wegkamp hätte den unterbringen können. Bei Düren fehlt auch weiterhin Dennis Brock. Ein schmerzhafter Ausfall. Dafür Rafael Garcia. Der ist mit dabei, legt raus. Ramay kommt. Torernährung vom Mittelstürmer des 1. FC Düren. Zwei gute Gelegenheiten gab es für den MSV. Einmal nach einer Ecke und zum anderen nach einem leichten Torwartfehler von Yannick Tyson. Das Ganze allerdings in der Anfangsviertelstunde. Vielleicht jetzt die nächste Möglichkeit. Hatte sich Patrick Susek auf der linken Seite versucht durchzutanken, bis zur Grundlinie kam er. Gibt den nächsten Eckstoß. Und man merkt, die Gäste aus der Nordeifel können mithalten. Zeil rübergelegt zu Garcia. An die Latte. Rafael Garcia fast mit dem Schocker gegen den MSV. Da nimmt der 31-Jährige mal richtig Maß. Also es wäre der Schocker gewesen, natürlich die... Dieser Fasstreffer von Rafael Garcia. Jetzt wieder der MSV im Vormarsch. Über Fleckstein, der öffnet. Moyer mal auf der rechten Seite. Dirigiert so ein bisschen. Josh Kuhn zieht seinerseits ab. Findet jedoch das Ziel nicht ganz. Nun der Ball wieder bei Ramay. Behauptet die Kugel, will das Ganze schnell machen zu Garcia. Ballverlust. Moyer im Gegenstoß. Gegen Zus. Moyer geht nach rechts. Zusammenspiel mit Bitter. Eigentor! Die Führung für den MSV auf ganz bittere Art und Weise aus Sicht des 1. FC Düren. Viktor Mifterei boxiert die Kugel ins eigene Netz. 1,5 Minuten vorbei in Hälfte 2. Schneller Angriff nach dem Ballgewinn über Steffen Moyer und Joshua Bitter. Und nun steppt der Bär in der Schauinsland-Reisen-Arena, weil die Zebras getroffen haben. Aber es war ein Gästespieler, der den Ball über die Linie gebracht hat. Aufbau über Fleckstein. Michel Brink, Ballverlust. Wohin geht der Ball? Auf Geimer. Zurück zu Garcia. Anspiel auf Östatovci. Setzt sich durch. Braune dazwischen. Josh Kuhn klärt das Ganze, bevor es heiß wird. Weil nämlich Popovic da auf der Seite noch gelauert hatte. Popovic bietet sich kurz an. Garcia bringt die Ecke direkt. Und das war die Möglichkeit zum Ausgleich durch eben Viktor Mifterei. Zunächst den Freistoß für den MSV gibt's. Michel Brink
Kommt gut, Damaschek klärt. Zweiter Ball über Simala. Susek will den reinzirkeln und hätte damit fast seine grandiose zweite Spielhälfte frühzeitig gekrönt. Popovic auf rechts. Viel Platz für den Rechtsverteidiger. Zweiter Ball. Adam Matuschik hat es dabei versucht aus mehr als 20 Metern. Damaschek kann nicht mehr. Der stehen K.O. Tyson. Langer Schlag in Richtung von Alpsoy. Die Verlängerung auf Kalonji. Und das Spiel ist vorbei. Der MSV Duisburg erarbeitet sich einen 1:0-Sieg gegen den ersten FC Düren. Im Duell David gegen Goliath gewinnt der Goliath aus Duisburg. Die Kampagne Wiederaufstieg geht weiter mit einem weiteren 3-Punkte-Gewinn.